Heute kümmern wir uns um das Thermaltake Pur 12 Plus RGB-Paket. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt. Hier ist wieder euer Daki. Daki glänzt schon wieder. Jetzt macht ja wieder Bling Bling. Ja, das ist für das Thermaltake Gehäuse. Das sind die Pur Plus 12 Fans mit RGB und Controller. Und die will ich euch. Ich weiß, ich kann es nicht bleiben. Ich bin RGB-süchtig. Ich weiß. Aber das macht nichts. Der kommt ja, ist ja auch für unseren Studio-PC hier oben. Und der soll ja auch ein bisschen schick aussehen. Ne? Und vielleicht lasse ich mir noch was einfallen, wo wir den hier so positionieren können. Ich freue mich schon drauf. Weil es soll jetzt ja auch losgehen. Die BIOS-Updates habt ihr ja schon gesehen. Die Boards ist auch abgestimmt. Asus kommt rein. Es kommt Asus rein. Ja, auch allein schon wegen dem RGB-Anschluss ist das der vernünftige Entscheidung. Habt ihr gut abgestimmt. Bin ich völlig dafür. Ne? Ja, auf jeden Fall möchte ich das gerne mal mit euch anschauen. Vielleicht haben wir auch eine Möglichkeit, weil, wie gesagt, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Es liegt schon 14 Tage hier. Ich bin schon ganz ich bin eigentlich sehr neugierig. Aber nun gut. Auf jeden Fall wollte ich das mit euch zusammen anschauen, wenn ihr Lust und Bock habt. Und dann vielleicht können wir es auch mal kurz anschließen und Netzteil liegt hier schon und können es vielleicht mal laufen lassen. Das weiß ich aber nicht. Ich muss mir jetzt mal auch näher die Bedienungsanleitung an. Ich habe zwar viel gelesen, aber euer Techniker weiß auch nicht alles. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch. Gut, dann will ich auch nicht weiter quatschen. Wenn ihr Lust und Bock habt, dann kommt doch mit zu meinem kleinen Unboxing und vielleicht zu einem kleinen Test. Das sehen wir gleich. So, alles weitere gleich beim... Jawohl. Hatte Check. So, ich bin schon ganz gespannt. Also, man kann da ganz viel anschließen. Es sind drei Fans, ein Controller drin. Ich habe noch einen weiteren Controller bestellt, weil wir noch vielleicht noch mal erweitern sollen. 120 mm Lüfter sind das, mal 25 PWM von 500 bis 1500. Mit einer Lautstärke von 25,8 dBA. Ne? 900 Kabel, TTRGB Plus Software Control, inaktive Voice Control. Das Ganze soll man dann nämlich auch übers Handy mit der App steuern können. Na, hier nochmal verschiedene 1000 Farben. Hier ist auch nochmal abgebildet, wie das dann später mal aussieht. Ne? Naja, ob der Rechner so wird, schauen wir mal. Na, das sind hier Sets, bla bla bla. Mal wieder schön. 16 Millionen Colors, also 16 Millionen Farben, RGB-Spektrum. Da denke ich mir, da geht schon die Luzi bei ab. Ne? Und die sollen vorne in die Front. Und dann schauen wir doch jetzt mal rein. Ich bin, wie gesagt, noch ganz frisch verpackt. Karton landet wieder in der Sammlung da oben. Ne? Habe ich ihn erwischt oder habe ich ihn nicht erwischt? Ah, da. So, dann schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Bin ja schon ganz neugierig. Also hier ist erstmal jede Menge Kabel dabei. Schräubchen sind auch dabei. Ich hoffe, ich habe nicht so sehr im Licht gestanden. Das werden wir uns mal auseinanderfriemeln, was ist hier. Da kommen uns die Lüfter entgegen. Werde ich mal ziehen. Vorsichtig. Ah, und da ist auch der Controller. Aha, hier ist ein kleiner Controller dabei. Anleitung gibt es auch. So, erstmal zur Seite damit. Aber das sieht aus, als wenn wir das laufen lassen könnten. Mal zumindest zur Probe. Mit dem Schräubchen müssen wir aufpassen. Hier sind jede Menge. So, dann haben wir hier jetzt erstmal, bauen wir uns das mal so ein bisschen auf, die Controller. Haben die noch irgendwelche sonstige Anschlüsse? Oh, die haben einen USB-Mehrpin-Anschluss. Also das läuft wirklich absolut über den Controller ab. Wie ihr hier seht, ist da nichts mit irgendwo zusammenfügen und hast du nicht gesehen, sondern die müssen wirklich direkt an den Controller ran.
wie man hier wird. Aber wir machen das mal auseinander. Na? So, ich hoffe, man kann das sehen. Ich versuche noch mal ein bisschen. So, jetzt haben wir es ein bisschen größer. Hier haben wir unsere 320 mm Lüfter. Die LEDs sind hier hinter verbaut, wie man unscheinbar sieht oder knapp sehen könnte, sind die da verbaut. So, dann haben wir hier, ist eingelagert, finde ich gar nicht so, das finde ich sehr gut. Der Thermatic baut ja nun auch keine großen Mist irgendwie, die baut gute Sachen, sonst hätte ich das Gehäuse nicht genommen. Was haben wir denn hier noch im Lieferumfang? Also wie gesagt, hier sind erstmal die ganze Menge Schrauben dabei. Das packen wir mal zur Seite, brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir hier die Anschlusskabel. Okay, das soll einmal. Da muss ich nochmal genau schauen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon mal einmal das Verbindungskabel zum dem Molix-Anschluss. Das könnte auch noch mal irgendwie was, müssen wir auch noch mal anschauen. Und hier ist noch mal USB. Aha. Okay. Gut. Dann haben wir hier den Controller. Ich bin auch sehr gespannt, wie das funktionieren soll. So, hier ist der kleine Controller dabei. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Also das soll da rein. Okay, wir schauen uns mal die Bedienungsanleitung zusammen an. Wie soll das Ganze denn installiert werden? Gut, Connect to Motherboard. Das also heißt to USB. Ja. Hier so könnte es auf dem Links aussehen oder halt auf dem Radiator. Also wir haben zur Verfügung, das sind diese Pads zum Festmachen des Controllers, Schrauben. Davon haben wir 12 Stück, die brauchen wir auch. Dann haben wir hier locker mal, das ist einmal Power Cable, Bridge Cable. Und hier ist ein Controller Cable. So. Das ist der Controller selbst. Und dann wird. Aha, hier soll man dann Setting Depend. Was natürlich. Also Thermatic, da müsst ihr nacharbeiten. Vielleicht wäre es das Ganze doch mal in Deutsch wert. Oder findet man das hier nicht? Nee. Also da müsst ihr nacharbeiten, liebe Thermatic-Gruppe. Es ist ja schön. Na, so eine Anleitung, aber wer das Englischen nicht mächtig ist, finde ich das schlecht. Böse. Da habt ihr ein bisschen. Na? Gut, hier soll man noch die Konfiguration stellen, welchen, wenn man nur einen hat, Nummer 2 hat, na, zweiten dazu schaltet, kann man das noch sehen. 1, 2, bla bla bla. Und wenn man jetzt ganz viele dran hat. Ja, ich versuche das mal zu verbinden. Ich blende euch mal kurz aus. So, ich habe mir jetzt nochmal im Internet ein bisschen die ganze Geschichte nochmal näher angeschaut. Konnte da aber auch nichts finden. Also muss man sich das so ein bisschen selber zufrieden machen. Also liebe Thermatic-Leute, so gerne ich euch auch habe und solange ich eure Produkte auch schon benutze, aber es wäre wirklich von Vorteil, das Ding mal echt ein bisschen mit den Kabeln vielleicht ein bisschen ausführlicher zu machen und vielleicht nur so als Anreiz auch mal das Ganze in Deutsch zu machen. Das muss ich jetzt mal echt kritisieren. Also das ist hier auf jeden Fall zu verbinden. Wenn wir uns das genau anschauen, haben wir ja hier nur die einige Möglichkeit. Ne? Und da muss man dann halt auch gucken, dass man das richtig rum macht. Weil andersrum geht es, glaube ich. Nee, es geht nur also mit der nach unten, macht er nicht verkehrt, sonst haben wir es gebombt. Ja, und dann haben wir ja nun hier noch mal ein nettes USB-Kabel, was wir verbinden sollen. Ich mache das jetzt mal auf und ich gehe mal von aus, dass wir das jetzt hier verbinden, weil das ist dann außer Acht zu lassen,
ist dann nur mit dem nächsten Controller zu verbinden, von da nach zum nächsten Controller. Oder damit er überhaupt, oder beziehungsweise auch zum Motherboard. Aber ich kann jetzt nur noch mal von ausgehen, dass man, wir wollen es nicht kaputt machen, richtig steckt. So, wir stecken dort rein und haben dann hier, ich hoffe, man kann das sehen, einen USB-Anschluss, der dementsprechend auch den USB-Farben-Kabel, also die Kabelfarben gibt. Also kann man dann von hier aus in den USB und kann den nächsten Controller gleich per USB hier auch nochmal verbinden. Oder man nimmt das Einzelkabel und steckt es dann auch drauf. Sollte dann auch dementsprechend funktionieren. Ist mir aber ein bisschen kurz geraten hier, finde ich. Na, muss man den Controller wieder anders. Ich gehe mal von aus, wenn man das, wie gesagt, ich kann jetzt wirklich echt nur raten, mal mit Rosenthal, mein Englisch, ich habe es mir übersetzt und weiß der Kugel was. Wenn das jetzt noch verbinden würde, kann man das wieder auf den nächsten Controller schicken. Also, dass man hier immer in Reihe schalten kann. Zu den Dimmschaltern ist hier auch nochmal erklärt, wenn man nur einen hat, lässt man es so, hat man einen zweiten, setzt man den nach oben. Hat man drei dran, muss man Nummer zwei hochsetzen und so weiter und so fort. Also wir werden das aber austesten. Na, hier ist nochmal eine Schutzfolie drüber, die machen wir jetzt mal ab. Na, und werden das nochmal austesten, weil ich baue jetzt anschließend gleich den Rechner zusammen und entweder geht es gebombt oder nicht. Aber das werde ich euch dann auch in unserem Schlusswort mitteilen, ob das so funktioniert. Also, aber ich denke mal schon, weil es sieht mir ganz scharf nach einem USB-Anschluss aus. Und anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. So war es auch bei der NZXT. Ursprünglich sind das Radiator, 120 mm für einen Radiator gedacht. Ja, jetzt könnt ihr euch euren Teil denken, was da wohl noch passieren wird. Aber jetzt in dieser, da wird in den zukünftigen irgendwann mal ein Radiator. Deswegen, da habe ich gleich an die Zukunft gedacht. Das sind Radiatorlüfter. So steht es jedenfalls in der Beschreibung. Ne? Gut, ich mache euch dann nochmal einen kleinen Ausschnitt, ob es denn auch funktioniert hat. Und dann schlägen wir uns dann zur Schlussbesprechung. Dann bis gleich. Oh, wie wir sehen, sind wir jetzt in Studio A gelandet, also sprich hier rum, weil da war es mir jetzt zu kalt gegen der Abendzeit. Wir müssen uns dringend eine Heizung besorgen. Aber zum Thema zurück. Also die Thermaltake-Lüfter sind durchaus verwendbar. Nein, die sind schon gut. Also wollen wir erstmal zum den Pluspunkten kommen. Die Läufkraft ist durchaus sehr angenehm, finde ich. Also man kann verschiedene Fahrtmodis einstellen, ist eine tolle Sache. Wenn man sich jetzt auf volle Pulle laufen lässt, dann hört man sich schon. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber das sehen wir nachher auch noch im Gesamtsystem. Dass man dafür einen Controller braucht, da bin ich so mit gemischten Gefühlen. Aber das haben wir leider auch bei anderen Herstellern wie NZXT oder Corsair oder was es da noch so am Start ist. Ne? Das, bei NZXT kann man wenigstens die Lüfter nochmal auf dem Board laufen lassen und die da kontrollieren. Zur Software, da habe ich mich auch so ein bisschen mit beschäftigt, da geht auch einiges, das seht ihr aber dann nochmal im Rechner selbst. Nachteilig, liebe Thermaltake-Leute, jetzt muss ich euch ein bisschen kritisieren, so gerne wie ich euch auch mag und auch nett so immer am Telefon seid, im Support, das muss man ja mal loben. Aber da müsste die Bedienungsleitung doch mal in Deutsch gemacht werden. Das wäre, fände ich erstmal super. Ist so ein kleiner Anreiz für euch, weil viele Leute sind des Englischen nicht mächtig und haben dann ihre Probleme. Das mal so als kleinen Tipp mit auf den Weg. Na, dann würdet ihr auch mehr verkaufen vielleicht. Weiß ich nicht so genau. Aber das, wie gesagt, das finde ich nachteilig. Das ist so mehr negativ. Zum Controller selbst. Man bekommt hier einen mit für drei Anschlüsse. Ist eigentlich ausreichend. Gibt aber Erweiterungspacks. Habe ich auch im Studio B, dass man dann mehrere 5 oder
8 anschließen kann oder man kann die Controller in Reihe schalten, was ich dann nicht so gerne machen werde auf das ganz, ganz, ganz neue System. Das seht ihr dann noch. Da kommt ein bisschen mehr davon rein. Und dann kann man auch das Ganze erweitern. Na, und kann aber auch mehrere Controller in der Konfiguration hintereinander schalten. Habe ich auch schon probiert. Geht auch. Also das, ja, ansonsten sehen optisch schön aus. Gefällt mir ganz gut. Also sonst kann ich eigentlich nicht, derzeitig noch nichts Negatives sagen dafür. Laufen sie noch nicht lange genug. Aber von mir aus, für die, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, wir liegen bei 60 Euro, ist okay. Na, das sind halt die günstigen. Es gibt natürlich die, die Profi-Dinger, die, die liegen dann schon wesentlich oben Kategorie. Das find, war mir dann persönlich dann 100 Euro auszugeben oder noch mehr für 140er, 120er, so um die 100 Euro rum. Und die, die kann man dann auch schon auf dem Radiator verbauen. Und 140er im Dreierpack, 120 Euro finde ich vom Preis schon sehr, sehr hochpreisig. Na, gelagert sind sie auch, also keine Vibration in diesem Sinne. Also von mir, hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Manko, dass halt die Bedienungsanleitung geändert werden müsste, beziehungsweise erweitert werden sollte. So von den Bildern ist das schon verständlich, wenn man sich reingefuchst hat, aber an, von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wer sich damit auskennt, kann sich die sehen ruhig kaufen. Ich packe euch das wieder in die Videobeschreibung. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich die Teile zurückgeschickt. Na, aber mir gefallen sie und deswegen kann ich das so sagen. Ja, geht ja dann auch bald los. Am Wochenende kriegt ihr dann den, die neue Maschine zu sehen. Kurzzeitig, die geht ja wieder weg. Jedenfalls einen Teil davon. Außer den Prozessor und die Grafikkarte bleibt da nicht so und die Thermatik werden ausgebaut. Da kommt was anderes, dann kriegt den Rechner, so wie er ist, mein Sohn zu Weihnachten. Der wird sich freuen, denke ich mal. Sein Alter hat es auch aufgegeben. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, bitte den Daumen in nördliche Richtung bewegen. Oder ein Abo dalassen, können wir ganz gut gebrauchen, weil wir planen bei 500 ein kleines Gewinnspiel. Kann ich schon mal verraten, wir haben so ein paar Kleinigkeiten. Ein Gutschein ist dabei und ein Stück Hardware ist dabei. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Die 200.000 haben wir ja nun geknackt. Jetzt wollen wir die 500 wenigstens noch schaffen. Ich hoffe, das passiert jeden Monat, den nächsten Monat im November. In diesem Sinne kann ich nur noch auschecken hier und mich von euch verabschieden. Darky ist raus. Na, war eine anstrengende Woche schon wieder. Und kann mich von euch verabschieden und an die Abonnenten bitte die Glocke da oben nicht vergessen. Na, na, und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja, noch Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr wieder bei mir eingecheckt habt. Und freue mich schon aufs nächste Video. Und in diesem Sinne sage ich bye bye und tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns wieder. Hoffentlich doch. Ich zähle auf euch. I want you. Wie heißt das im Englischen? Dieses Army-Ding. Ich brauche euch. Bis dann und in diesem Sinne bis zum nächsten Hardware-Check.